Ach, da seid ihr! Ah, da ist der Küper! Der fliegende Küper! Was? Was? Bist du mir etwa gefolgt? Oh, Scheiße. Was für ein kleines, dummes Sternenkind. Natürlich bin ich dir gefolgt. Und jetzt habe ich Mario gefunden. Super! Ich werde Mario jetzt besiegen. Und dann zeigt er, sag ich, Scampi Koopa, und dann werden wir heiraten. Oder so. Das lese ich jetzt nicht vor. Das ist ja... Hallo, here I come. Hier komme ich! Ich meine, hallo, das ist ja nicht jugendfrei. Okay, benutzen wir mal unseren geliebten Powersprung. Ja, okay, das war jetzt nicht so gut. Scan! Das ist ein Magic Koopa. Magic Koopa sind Magical Rots, was immer Rots nochmal bedeutet. Die maximale KP ist Happy, HP ist 8 und die Angriffs. Stärke ist halt 3 und Verteidigungsstärke ist 0. Die Magieattacken sind. Das ist ja ein Witz. Oh Gott, ich hasse Englisch. Ah! Ganz schön schlecht mit Schein. Ach komm, nochmal hier so. Ah, war schlecht. Super Mario! Den kann ich echt gut timen. Geschafft! Super gemacht, Mario! Du bist viel stärker geworden! Oder so. Blablabla, du wirst Bowser besiegen. Blablabla. Yay! Ich geh mal zurück zu Prinzessin Peach, ne? Tschüss! Moment, ich muss noch husten. Ich bin zwar nicht stark genug, um ihr um mir zu helfen, aber ich kann dir sagen, dass du ja okay bist und sowas, ne? Ja. Also, tschau, Mario. Tschüss. Flieg weg. Hui. Ich hab was vergessen. Wir vergessen ja was zu sagen. Eine Nachricht von Prinzessin Peach. Mir geht es gut, du brauchst dir keine Sorgen um mich machen. Das hat sie gesagt. Ich glaube, sie ist ziemlich einsam, die Ärmste. Ich muss ihr unbedingt helfen. Ich werde mein Bestes tun, um ihr irgendwie zu helfen. Kein Bock mehr hier auf Englisch. Schiss, Englisch. Ich komme hier nicht schon. Okay, Mario, jetzt geht's weiter. Wir müssen zu Bowser's Castle. Ja. Los geht's! Wuhu! Ich brauche einen Speicherblock! Auf geht's, wir suchen eine. Oh! Mario! Merlon war, hatte ich gesucht! Merlon, wer ist noch Merlon? Er lebt in dem Haus mit dem drehenden Dach! Oh Mann, ich muss wieder husten. Er hat mich gefragt, ob ich dich zu seinem Haus bringen könnte oder so. Ach, egal, was er mir jetzt sagt. Ich soll jetzt halt auf jeden Fall zu Merlon gehen. Und er wohnt in dem Haus mit dem drehenden Dach. Ja. Speicherblock, hör auf, hier rumzuspacken. So. Wir sehen uns dann gleich wieder bei der guten alten deutschen Version. Bis gleich. So, dann sind wir wieder bei der alten deutschen Version. Und wir gehen jetzt zu Merlon. Merlon wohnt dort, wo das drehende Dach dreht. Da, ein drehendes Dach, yay! Und darf sich rumzupacken. Merlon ist nicht hier! Merlon, warum hörst du nicht auf zu klopfen? Ich sage doch, dass er nicht hier ist. Au! Hus. Was zum? Warum schläft jemand vor meinem Haus? Moment mal. Dieses Gesicht kommt mir sehr bekannt vor. Oh, vielleicht... Nein. Ja, es muss so sein. Du bist Mario.
Ich habe auf dich gewartet. Wo bleibst du denn, Mensch? Du hättest auch früher kommen können. Aber jetzt bist du ja da. Komm rein. Okay, ab ins Haus mit dem drehenden Dach. Wo soll ich anfangen? Mein Name ist Merlon. Ich bin ein Zauberer. Vor einigen Tagen habe ich gerade in den Sternen gelebt. Gelesen, dass, in den Sternen gelebt, genau. Er ist ein Astronaut, nicht nur ein Zauberer, er ist ein zauberhafter Astronaut. Ja! Yeah! Also vor einigen Tagen habe ich gerade in den Sternen gelesen, als ich plötzlich eine Vision hatte. Was ich erfuhr, ist sehr wichtig und es betrifft dich. Aber vorher muss ich dich noch um einige andere Dinge bitten. Berichten. Das ist eine sehr lange Geschichte, aber ich werde mich kurz fassen. Wo soll ich anfangen? Es war vor langer, langer Zeit. Einer meiner Vorfahren war gerade auf dem Sternstuppengipfel. Und doch, eines Tages geschah plötzlich ein großer und erschien und ich Angesicht zu Angesicht dann weit entfernte Fromme war. Oh, er hob sich. Blablabla. Oh, ich war noch so blablabla. Ich glaub da blablabla. Und nur das zählt. Hä? Hey! Mario! Hast du überhaupt zugehört? Ja, klar. Oh, na gut. Auf jeden Fall bin ich deshalb in der Lage, dir zu helfen. Wenn du nicht mehr weiter weißt, komm zu mir. Für einen kleinen Obolus zeige ich dir den Pfad, den du nehmen sollst. Dein Hauptziel muss es sein, Prinzessin Peach so schnell wie nur Menschen möglich zu retten. Aber meiner Vision zufolge solltest du zuerst zur Festung der Cooper-Brüder gehen. Um ihn zu erreichen, gehe auf der Straße vor dem Toadhaus in Richtung Osten. Okay. Ciao. Gibt's noch irgendwas? Ah, Mario möchte, dass ich dir den Weg für deine Zukunft weisen soll? Das kostet dich 5 Münzen. Ist das akzeptabel? Nein! Du willst nicht, dass ich in die Zukunft blicke? Also gut, aber solltest du deinen Weg nicht mehr finden, komm zu mir. Wenn du einfach nur mit mir planen willst, dann stell dich hier neben mich. Ich muss husten. Okay, dann plaudern wir mal mit ihm. Hey! Eile gen Osten! Du musst zur Festung der Cooper-Brüder. Geh auf der Straße bei dem Toadhaus in Richtung Osten. Ja, okay, ich weiß. Geh mal auf der Straße in Richtung, beim Toadhaus gegen Richtung Osten. Gegen Richtung Osten, genau. Nur bevor wir überhaupt irgendwo hingehen, gehen wir mal ins Toadhaus rein. Hoffentlich ist der Toad hier ein bisschen freundlicher. Hey, Toad! Hallo, Mario! Unser Slogan lautet, erfrische Körper und Geist. Möchtest du dich ausruhen? Ja. Schlafe gut und träum süß. Und das meine ich ernst, nicht so wie mein Bruder. Yay. Schlafen. So. Hast du gut geschlafen? Jetzt, wenn du dich ausgeruht hast, wirst du deine Reise viel einfacher sein. Viel Spaß doch. Danke. Okay, es gibt schwarze Toads. Und die sehen irgendwie gemein aus. Irgendwie ist es rassistisch, aber egal. Du willst gar nicht raus. Es ist viel zu gefährlich. Zur Festung der Kümmerbrüder zu gehen, wäre ein großer Fehler. Du würdest definitiv nicht gehen. Und auf gar keinen Fall würdest du den alten Merlon um Hilfe bitten. Das wäre wirklich schlimm für uns. Ich meine, für dich. Denke erst gar nicht dran. Hey! Du willst gar nicht raus. Okay, ja, haben wir schon alles. Okay, vielleicht sollten wir doch mal den Merlon. Nein, nicht den Merlon! Bitte nicht! Nein! Cooperheim liegt östlich von Toadtown. Kennst du Colorado, den bekannten Forscher? Er stammt aus Cooperheim. Aber er ist wahrscheinlich gerade nicht da. Ich hörte, er ist in der staubtrockenen Wüste aufgebrochen. In der staubtrockenen... Merlon, es gibt da ein Problem. Was sagst du? Merkwürdige Toads blockieren den ostöstlichen Ausgang von Toadtown? Das darf nicht sein. Das ist lächerlich. Das habe ich noch nie gehört. Noch nie. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Folge mir. Ich muss mal sehen, was da vor sich geht. Okay. Husten. Okay. Sind das die Toads, von denen du gesprochen hast? Ja,
das sind sie. Hey. Ich sagte doch, dass du hier nicht vorbei kannst. Zisch ab! Ihr seid doch gar keine Toads, oder? Wir wissen gar nicht, wovon du sprichst. Ja, was soll das? Du kannst jeden hier fragen. Wir sind schnuckelige normaler Toads. Zeigt euer wahres Gesicht, aber flotti, flotti, flott. Au, 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 au! Ah! Ich bin doch. Ihr seid die Cooper-Brüder. Wie hast du das herausgefunden? Unsere Verkleidung war perfekt! Verdammt! Melanzo! Ach ja, ich liebe diese Anspielung auf die Ninja Turtles. Melanzo, tritt wieder los! Paragon! Rundzug 1-2! Mario, diese Betrüger waren niemand anderes als die Cooper-Brüder. Du musst sie in ihre versteckte Festung der Cooper-Brüder verfolgen. Ach ja, und Mario, einen Teil deiner Zukunft habe ich dir doch noch verschwiegen. Um zu der Festung zu gelangen, brauchst du die Hilfe eines Koopas mit einem blauen Panzer. Das ist ein seltsames Omen. In dem Cooperheim findest du vielleicht etwas, das die Sachen klären wird. Ich muss jetzt wieder nach Hause gehen. Okay, gehen wir. Ich muss husten. Kapitel 1! Schnappt ihr die Cooper-Brüder! Okay. Erster Griff! Yay! Jetzt wird gekämpft. Okay, ich würde sagen, wir machen mal hier einen Sprung. Okay, der Goomba ist schon mal erledigt. Und hopp! Zack! Und erledigt. Okay, ich hätte den vorher scannen sollen. Aber was soll's. Scannen wir eben den nächsten. Den nicht. Okay. So, und Gumbario erledigt den da. Erledigt! Super Gumbario, du bist der Beste! Ich bin der Beste. Das macht Spaß. Ah, dieses Spiel ist einfach der Hammer. Geld! Oh nein. So geht das. So, macht man das. So, komm, Mario, den erledigst du jetzt. Zack. Oh yeah. Jo. Ja, ein Item. Schwindelhieb. Schwindelhieborden. Schwindelhieborden. Ein Orden. Ein Orden. Item! Furchttiegel. Warte mal. Wenn wir einen neuen Orden haben, dann können wir uns den nochmal angucken, ne? Orden. Alle Orden. So, Schwindelhieb. Eine Attacke, die einen Gegner verwirrt und bewegungsunfähig macht. Nicht genug. Nicht genug. Toll. Ja. Egal. Oh, Poblock. Poblock ist sehr gut. Oh. Mist. Ich dachte, ich hätte nochmal Time für, aber nein, natürlich nicht. Sprung. Scan.
Das ist ein Koopa. Jeder kennt's. Das sind Bowsers Gefolgsleute. Maximal KP 4, Angriffskraft 1, Verteidigung 1. Sie haben harte Panzer. Wenn du sie aufs Kreuz legen kannst, fällt ihre Verteidigung auf 0. Denn es ist viel leichter, sie zu besiegen. Du kannst sie durch einen Sprung oder mit Hilfe eines Poblocks auf den Rücken legen. Okay. Haha! Good time, was? Okay, dann springen wir auf den da. Und du machst mal hier. Sehr schön. Ja, ich muss gerade sagen. Ich freue mich schon, wenn ich ja nicht den Multisprung kann. Dann sind solche Koopa, diese Viecher dann die. Sind die total einfach. Oh, ich spoilere. Ja, kommst nicht hoch, was? Yay! Kleinvieh macht Ausmist. Genau. Kleinvieh macht Ausmist.